Er war einer der ganz Großen auf der deutschen Fernsehbühne und unser größter hessischer Unterhalter, Heinz Schenk. Heute nahmen Freunde und enge Weggefährten in Wiesbaden-Nauroth Abschied vom Moderator. Er war zu uns so herzlich und so lieb. Wir haben ihn geschätzt, bewundert und als väterlichen Freund geliebt. Sein Witz, seine unterhaltsame Art, unvergleichlich und unvergesslich. Ich weiß, dass ich als Kind wurden wir vor den Fernseher gesetzt und es war mein erstes Bild von Hessen. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass sie mit Heinz Schenk sehr viel verbinden und ihn weiterhin im Herzen tragen. Heinz Schenk, er war die hessische Gastfreundlichkeit in Person. Der geniale Moderator, Schauspieler und Lebemann prägte über Jahrzehnte hinweg mit dem Blauen Bock das HR-Fernsehen und damit eine ganze Generation. Hätt der Adam aus dem Apfelwein gemacht. Über 21 Jahre lang lud er als menschgewordener Bembel Stars und Sänger in seine legendäre Sendung ein. Schau mir ins Gesicht, ich suche dich. Herzhass ist um Karamba. Er hatte einen unglaublichen Humor. Und er konnte sich auch selbst auf die Schippe nehmen. Eine seiner Lieblingsgeschichten, die er immer wieder erzählt hat, ist, wie er die erste große tragende Rolle hatte. Da hat er nämlich geholfen, einen Tisch mit voranzutragen. Und das hat er jedem erzählt, ob man es hören wollte oder nicht. Heinz Schenk, nicht nur Showmaster, sondern auch genialer Imitator, hier als Heinz Rühmann. Wir brauchen eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Hin. Wo sind Sie denn geblieben? Wo sind die Tierchen hin? Sie waren vor der Sendung noch in der Schachtel drin. Humorvolle Auftritte, das A und O im Blauen Bock von Heinz Schenk. Costa Cordalis mit seinem Pudel. Wie heißt der junge Mann? Wie heißt er? Der heißt Eich. Eich. Ja. Eich. Es war ein Unikum. Es war ein Schauspieler. Es war ein Unikat. Kein Mensch hat ihn nachgemacht oder nachmachen können. Neben seiner Paraderolle als Wirt brillierte der gebürtige Mainzer besonders als cholerisch alternder Showmaster Heinz Wäscher in Kein Pardon, zusammen mit Harpe Kerkeling. Das Licht ist ja auch Kalifornia-Gelb. Da sehe ich aus, als hätte ich die Gelbsucht. Wir hatten hier immer Arizona-Blau. Warum haben wir jetzt kein Arizona-blaues Licht? Hä? Für Bernhard Brink, der auch mehrfach Gast im Blauen Bock war, bleibt ein Merkmal aber ganz besonders im Gedächtnis. Immer mit dem